Female Leadership Booster, der Podcast Deutschlands, der sich zur Aufgabe gemacht hat, starke Frauen vorzustellen, um ihre Arbeit und Herausforderungen zu beleuchten. Damit Frauen, egal welchen Alters, Vorbilder finden können, sich motivieren und inspirieren lassen, ihren Weg zu gehen. Wir schauen uns Frauen in Führung an und finden heraus, was Männer und Frauen unterscheidet, wie Frauen diese Unterschiede zu ihrem Vorteil nutzen können, um noch erfolgreicher zu sein. Ja, herzlich willkommen zum Podcast. Heute hier im Interview eine ganz besondere Frau, die ich euch mitgebracht habe. Caroline Bauer, Head of Human Resources bei Vapiano, und sie hat eine Führungsverantwortung von, ich habe mir die Zahl aufgeschrieben, 5000 Mitarbeitern, und es sitzt jetzt gerade im neu umgezogenen Vapiano in Köln am Rheinauhafen. Also ich glaube nicht jetzt gerade in diesem Augenblick, Caroline, jetzt bist du zu Hause. Aber passt, mental schon, ja. Aber mental schon, sehr gut. Caroline ist eine ganz besondere Frau, weil sie ist bei Vapiano auch Teil der Geschäftsführung. Und nicht nur das, sie bringt nämlich Familie und Beruf unter einem Hut. Und das wahrscheinlich, so wie viele Frauen sich fragen, wie kriegt man das eigentlich hin? Macht man da einen Rollentausch oder nicht? Nein, ihr Mann und sie sind beide Vollzeit geschäftstätig und voll im Beruf mit beiden Beinen und haben noch zwei Kinder und eine Beziehung, die funktioniert. Und wir wollen heute angucken, wie Caroline, die früher auch schon Startup-Unternehmen mit groß gemacht hat, ihren Weg gefunden hat. Weil ich weiß auch, wie es für mich am Anfang war, und so geht es ziemlich vielen Zuhörerinnen. Dann siehst du irgendwo eine Frau, die eine tolle Position hat und denkst, krass, wie hat die das gemacht? Und da blicken wir heute ein bisschen rein. Ich stelle Caroline ein paar Fragen dir, wie du dahin gekommen bist, weil du bist ja nicht so vom Himmel gefallen, sondern du hattest ja auch einen Weg, der dich dahin gebracht hat, ne? Hallo Caroline, herzlich willkommen im Podcast. So, dann fange ich mal an. Ich würde gerne erstmal wissen, deine Eltern, wenn die auf einer Party sind, sich mit Freunden treffen, was sagen die denn, was ihre Tochter Caroline eigentlich so beruflich macht? Wie beschreiben die das? Ich glaube, das Erste ist ja ein bisschen schwierig schon mal mit dem Thema Human Resources, dass die meisten mit dem Wort erstmal gar nicht so viel anfangen können. Das heißt, meistens ist das Wort Personalleitung dann ein bisschen einfacher. Und ja, die sind sehr stolz. Also die nutzen schon das Wort auch Führungskraft. Und bei dem Weg, den ich dort gemacht habe, und zum Glück bin ich ja immer in Branchen gewesen, mit einem Produkt, was doch den meisten Menschen so bekannt ist. Das heißt, den meisten wird sicherlich nicht bewusst sein, wie groß Vapiano weltweit unterwegs ist. Aber sind da halt einfach sehr stolz, diesen Namen nennen zu können, wo dann alle sagen, ja, da war ich auch schon mal essen, das ist ganz toll. Und dann sagen meine Eltern mal, ja, und meine Tochter oder unsere Tochter ist dafür verantwortlich, dass es den Mitarbeitern gut geht und hier tolle Mitarbeiter stehen. Das ist schön. Das erklären deine Eltern. Was erklärst du denn, Caroline, wenn dich jemand fragt, was genau machst du da eigentlich? Ja, das hängt ja immer davon ab, so ein bisschen mit wem man gerade spricht. Aber ich glaube, das weicht gar nicht so weit von dem ab, was meine Eltern da erzählen würden. Es ist ja tatsächlich so, dass in unserem Job im Personalwesen es natürlich da anfängt, dass wir einmal eine Rekrutierung, dass wir die richtigen Mitarbeiter für uns finden und uns dort auch als Unternehmen richtig platzieren und vorstellen. Mhm. Aber den Mitarbeiter natürlich auch wirklich vom ersten Moment bis zum Ende, manchmal ist das Ende eben dementsprechend auch ein Exit, dass man mit einem guten Gespräch dort ja abschließen kann. Mhm. Beziehungsweise gibt es ja auch manchmal Exits, wo jemand dann wiederkommt. Das ist also ein ganz großes Thema, dass wir die wirklich von Anfang bis Ende hin begleiten, mit allen Trainings, mit allen Ups und Downs, aber vor allem natürlich auch gemeinsam da die Erfolge feiern. Mhm. Und die langen Karrieren dort immer als Sparring-Partner an der Seite stehen. Sehr interessant, weil vor allen Dingen, ich habe mich immer gefragt, als ich noch jünger war, also so mit Anfang 20, als Richtung Abi ging und dann die Mutter gesagt hat, so Yvonne, jetzt bewirb dich doch mal. Ach du liebe Zeit, worauf achtet denn überhaupt jemand? Ich meine, Personalleiterin Human Resources, worauf achtest du denn, wenn du Leute einstellst? Weil dafür brauchst du ja auch eine Menschenkenntnis. Also du hast schon sehr viele Menschen in deinem Leben, denke ich, getroffen. Und worauf achtest du? Also was sagt für Caroline, wow, das ist eine Person, die habe ich Bock im Unternehmen zu haben, weil die was ausstrahlt, weil die was mitbringt. Was ist denn das? Das ist das, was man immer so schön, das Wort Engagement, also dass Menschen sich für etwas begeistern können, also einen gewissen
dabei kamen, offen für Neues zu sein, sich dort wirklich auch mitreißen lassen. Und man merkt es also häufig in den Gesprächen, ob man den anderen erreichen kann. Also ich finde es mal ganz wichtig, viel zu erzählen über das Unternehmen und zu sehen, wie der andere reagiert, was für Fragen stellen, die Bewerber dort, aber auch den Bewerber ein bisschen erzählen zu lassen und denen auch wirklich kennenzulernen aus seinem einfachen, also aus seinem eigenen Umfeld. Also sehr häufig ist es für uns eben sehr wichtig, dass jemand gerne Freunde empfängt, im Prinzip auch seine Freunde gerne bekocht, dort sozial aktiv ist und einfach eine ja, dieses Bestreben hat, anderen Freude zu schenken. So, und das ist einfach ein Grundsatz bei uns, also in unserer Branche, das gerne tun zu wollen und daran Freude zu empfinden, ist ein ganz großer Motivator, um uns dann auch wirklich Karriere machen zu können. Hast du denn da jemanden, mit dem du dich dann auch berätst oder triffst du die Entscheidung alleine? Die Entscheidung treffe ich also nie alleine. Das ist ja, wir haben ja in dem Sinne, sind wir ja wie ein doch auch ein bisschen wie ein interner Dienstleister. Wir haben ja sozusagen zwei große Kunden. Wir haben also einmal unsere Kollegen aus den Restaurants, das ist natürlich unser Herzstück, wo wir am meisten Zeit aufwenden und dort machen wir die Vorgespräche, die Vorrekrutierung. Aber es ist immer ganz, ganz wichtig, dass die finalen Gespräche natürlich auch mit dem zukünftigen Vorgesetzten stattfinden. Ob das nun der Restaurantleiter ist oder der Gebietsleiter, das heißt bei uns Ops Manager, also Operations Manager oder der General Manager, das ist dann abhängig davon. Aber unser Job ist es dann sozusagen immer dort der Trainingspartner zu sein, dass man also in den Gesprächen sich abwechselnd mit den Fragen, die man stellt. Und natürlich machen wir unseren Job der Personalsuche dort auch für unser Supportcenter. Denn wir haben ja in Köln unsere Zentrale, was wir Supportcenter nennen. Das ist das weltweite von ganz Appiano. Und das sind auch 140, 150 Mitarbeiter. Und auch da müssen wir natürlich mal Stellen besetzen. Und die besetzen wir gemeinsam dann mit den Abteilungsleitern. Ja, ich merke schon, du redest ganz, ganz viel im Wir. Dass es nicht so ein Thema für dich ist, ich Caroline, sondern immer zu gucken, dass die Menschen auch zueinander passen. Und wenn du mit Menschen sprichst, merkst du da schon Unterschied zwischen Frauen und Männern, die du einstellst? Weil das Thema bei uns ist ja das Female Leadership und Frauen in Führung, wie sie sich dahin entwickeln können. Fällt dir da schon was auf, wo so Unterschiede liegen zwischen Frauen und Männern? Wie sie die Gespräche führen oder wie sie Teams aufbauen? Gerne erst das eine, dann das andere. Das ist bei uns tatsächlich so, dass wir in einer Branche sind, die ja doch sehr männlich behaftet ist. Schon alleine durch die Arbeitszeiten, die häufig gegeben sind. Wir sind eben 7 Tage die Woche haben wir offen. Wir haben natürlich Schichtdienste, die wir dort den Mitarbeitern vergeben. Und dennoch haben wir es geschafft, dass wir also nicht nur General Manager, sondern auch Gebietsleiterin haben. Also wir haben von 9 Gebieten, haben wir 3 Gebiete mit Frauen besetzt. Und das sind also wirklich Hammer-Frauen. Die sind also ganz, nicht nur tough, sondern haben da auch ihren eigenen Weg gefunden. Und sind auch die zum Beispiel, die sehr, sehr häufig von den Kollegen aus dem Supportcenter gefragt werden, Piloten zu begleiten, weil die halt wirklich sehr akribisch, sehr genau arbeiten. Und das würde ich zum Beispiel auf jeden Fall schon mal herausstellen, dass Frauen also sehr, sehr häufig sehr am Inhalt sind, also dass sie sich wirklich sehr genau mit Sachverhalten auseinandersetzen und dort auch immer versuchen, sehr gerechte Entscheidungen zu finden, nachdem sie sich eben alles angehört haben. So, bei Männern ist es natürlich tatsächlich teilweise mal so, dass es witzigerweise, die mögen das ja gar nicht hören, ob man das emotional nennt, aber schon manchmal ein bisschen impulsiver am Start sind. Eben darum geht, so ihre Meinung und ihre Entscheidung dort einfach durchzuziehen. So. Und da sehe ich schon einen Unterschied. Manchmal ist es natürlich auch eine Stärke, also recht schnell zu agieren und dort ganz klar auch eine Entscheidung zu treffen. Auf der anderen Seite geht das halt manchmal auch nach hinten los. Also irgendwann ist also gerade einfach, ist mir direkt so ein Wort in den Kopf reingepoppt, Ego. Weil ich habe. Also ich nenne es dann immer so ein bisschen Cowboy-Style. Also es ist natürlich auch in der Gastronomie
auch ein sehr, sehr hierarchisches Business. Ne? Mhm. Und viele sind da natürlich auch gewöhnt, wenn man sich so die früher die Küchenchefs so vor Augen führt, wie man sie so aus den 80er Jahren kennt. Das waren ja immer sehr aufbrausende Charaktere, sehr laut, sehr radikal, die da durchgeklebt sind. Und gerade das ist natürlich das, was wir uns heutzutage überhaupt gar nicht mehr leisten können. Ne? Weil also kein Mitarbeiter will das heute erleben. Und da gibt es natürlich schon eher eine Tendenz bei Männern dazu, würde aber auch sagen, dass das tatsächlich mehr eine alten Generation ist. Ne? Ja. Sondern also Generationen, die jetzt so nachkommen, sehe ich eigentlich gar nicht mehr so große Unterschiede. Also das ist so alles eher miteinander verbunden. Es gleicht sich so ein bisschen an, ne? Yeah. So, dann haben wir über deinen jetzigen Zustand ein bisschen geredet und deine Position, was du machst. Und jetzt würde ich gerne mal so reinzoomen zurück. Klein Caroline. Wie warst du denn als Mädchen? Warst du so ein Wirbelwind? Warst du zurückhaltend? Hattest du schon immer deinen Kopf? Wie warst du als kleines Mädchen? Also ich war da definitiv, also schön gesagt, so eher der Wirbelwind, also war überall unterwegs. Also ich selber habe keine Geschwister und habe dort also natürlich dann immer mit allen Kindern aus der Nachbarschaft gespielt und hatte auch viele männliche Freunde, also gerne mit den Jungs gespielt. Und glaube ich, was mich da sehr geprägt hat, ist, dass wie so viele Mädchen, die sicherlich auch sehr an ihrem Vater hängen, habe ich das natürlich auch so getan und hatte eigentlich nie den Eindruck, dass ich in irgendeiner Art und Weise von mir, also es ist eine Erwartungshaltung gab, dort typische Dinge zu tun als Mädchen oder eine Karriere zu wählen, die damit zu tun hat, welches Geschlecht ich habe, sondern tatsächlich nur, wer ich halt bin. Mhm. Und habe mich dort trotzdem immer sehr an meinem Vater orientiert, wie der so seinen Lebensweg gegangen ist. Und das war so das, was ich so auch immer vor Augen hatte. Also für mich. Erzähl mal. Wie war denn der Lebensweg deines Vaters? Also woran genau hast du dich denn orientiert, was er dir mitgegeben hat? Also ich habe mich daran orientiert, dass er eigentlich im Prinzip auch seinen Lebensweg immer so gestaltet hat, dass er die Dinge verfolgt hat, die ihn wirklich interessiert haben. Also der Satz, mit dem ich aufgewachsen bin, ist eigentlich, dass es keine Jobempfehlung gibt von Eltern oder von anderen, sondern dass man immer an dem erfolgreich sein wird, was einem Spaß macht, was einem Freude macht, was einen wirklich antreibt. Meine Eltern sind viel gereist, also meine Mutter ist Französin, mein Vater ist Deutscher, Viertel Däne. Die haben sich beide in Irland kennengelernt, also sind es tatsächlich in den 60er, 70ern schon ganz viel gereist und haben mir das eigentlich so vorgelebt, dass die damit beruflich ihren Erfolg auch gestaltet haben. Ne? Und das war für mich auch ganz wichtig. Also ich war schon mit 12, wollte ich schon in den ersten Schulaustausch, war dann in England, war in Frankreich, war dann mit 16 ein Jahr in Kanada an der Highschool und habe immer versucht, Neues zu sehen, rauszukommen und habe mich niemals damit auseinandergesetzt, irgendwie dass mir andere was vorgeschrieben haben. Also war immer getrieben von dem, was ich mir vorgestellt habe. Das klingt jetzt nicht wie die leichteste Schülerin bei Lehrern, sondern eher wie eine, die dann auch mal aufsteht und sagt, ich habe da eine andere Meinung. Ja, sicherlich, doch. Also das war Schule, habe ich zwar also irgendwo dann doch ganz gut auch hinbekommen, aber war sicherlich nicht die einfachste. Also ich musste die ersten Jahre immer mal alleine sitzen, ne, weil ich so viel mit den anderen doch beschäftigt war. Und auch mal unter der Bemerkung Verhalten in der Schule, da gab es auch gleich ein Zeugnisgeld, Abzug meiner Großmutter, muss ihre Person mehr zurücknehmen. Also sowas gab es dann natürlich auch. Und fand ich aber mega. Ich fand, die Schulzeit war eine ganz, ganz tolle Zeit. Ja. Und ich wünsche mir genauso für meine Kinder aus. Es gibt, glaube ich, nichts Schöneres, wenn die Schule da ist und irgendwie zu schaffen ist, aber der Schwerpunkt einfach in den Jahren auch im Freundeskreis liegt und das Leben kennenzulernen. Also ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man so viel Zeit aufwenden muss und so viel Energie und vielleicht sogar Ängste, um die Schule gerade so zu schaffen. Das war zum Glück irgendwie beides gut im Balance zu halten, dass der Schwerpunkt eben nicht dort lag. Wie ging das? Weil dir das einfach gefallen ist in der Schule oder warst du auf besonderen Schulen? Also wodurch war das? Weil
wenn wir mit Tobi Beck reden, du kennst seine Geschichte von 10 Schulen geflogen, der sagt halt komplett was anderes. Wie kam es, dass es bei dir so war? Lag es an der Schule, lag es an dir, lag es daran, wie deine Eltern damit umgegangen sind? Was war da anders? Ich glaube, meine Eltern haben mich da sehr in Ruhe gelassen. Also die haben da wenig Druck gemacht. Also ich bin ganz klassisch tatsächlich in so einem auch traditionellen Gymnasium gewesen. Mhm. Natürlich eher unter der wilderen Truppe zu finden. Das ist auch korrekt und hatte da natürlich auch so meine Tadel und Schulkonferenzen und was auch immer. Ich glaube, das ist bei allen, die so ein bisschen extrovertiert sind, kommt das irgendwann so dazu. Aber ich habe, glaube ich, immer geschafft, so zum richtigen Punkt nochmal Gas zu geben, um dann doch irgendwo mit einem Notenschnitt und allem dann die Kurve zu bekommen. Mhm. Und dieses Jahr, das war ja damals noch G9, mhm, wo wir jetzt auch wieder zurückgehen. Die 11. Klasse ist ja so ein bisschen wie so eine Orientierung. Und die 11. war das ganze Jahr in dieser Highschool. Und das hat mir doch viel, viel mitgegeben. Als ich zurückgekommen bin, wusste ich schon ganz genau, jetzt brauchst du schon einen gewissen Notendurchschnitt im Abi. Mhm. Und von da an war das Ganze zielgerichtet. Ne? Vorher ist man ja bis zur 10. Klasse ja, also man macht es, weil man es machen muss. Oder man macht es eben halt auch nicht, aber du weißt ja eigentlich noch nicht, wofür du es wirklich machst. Mhm. Und ich glaube, das ist auch normal so, dass man irgendwann so mit 16, 17 irgendwann dann doch versteht, dass die Schule halt ein Mittel zum Zweck ist in irgendeiner Art und Weise. Schön gesagt, Mittel zum Zweck. Sag noch kurz, um das zu ergänzen, wo bist du denn überhaupt zur Schule gegangen? War es Kleinstadt, Großstadt? Ich würde sagen, in der mittelgroßen Stadt, hier in der Lübeck, das ist ja in der Nähe von Hamburg, also in der Nähe von einer Großstadt. Das heißt, also da waren wir natürlich auch viel unterwegs. Lübeck okay. hat 240.000 Einwohner und ist damit natürlich auch keine richtige Kleinstadt. Ne? Nee. Mittelmaß, sage ich jetzt mal. Bei mir sind 20.000, also das ist für mich schon die Kassgröße. Man könnte doch auch mal eine Schule wechseln. Also, das hat nicht jeder. Also. Nee, das hat nicht jeder dieses Glück, das stimmt. Gab es denn außer deinem Vater, was für eine Rolle Frauenbild wurde dir denn vorgelebt? Oder hast du auch weibliche Vorbilder schon irgendwie gehabt früher? Oder war immer nur der Caroline-Weg und irgendwie gucken? Also woran hast du dich orientiert? Also ich glaube, das klingt jetzt wirklich ein bisschen albern. Ich hoffe, dass mir das hier keiner übel nimmt. Aber ich bin ja wirklich in der Zeit groß gewachsen, wo ja Pippi Langstrumpf ins Fernsehen kam. Und ich habe die wirklich vergöttert. Und wenn ich die Sachen jetzt so mit meinen Kindern wieder mal gesehen habe, dann war das wirklich das erste Mal, wo den Kindern auch gezeigt worden ist, dass man nicht nur gelobt wird, weil man konform ist, wie die Annika von nebenan. Das war ja die Annika von nebenan, die ja die Brave war, die immer sagte, man macht es nicht. Und ich fand Pippi einfach unfassbar cool. Also die hat ja alles anders gemacht, die hat sich ja nichts reinquetschen lassen. Und ich würde schon sagen, dass mich das geprägt hat. Also dass man einfach sagt, den Weg gibt es auch. Mhm. Und man kann trotzdem toll sein, erfolgreich sein und vor allem auch gemocht werden. Ne? Also wenn man das wirklich geliebt hat, die Pippi Langstrumpf. Mhm. Meine Kinder, die das jetzt gesehen haben, ich meine, das ist jetzt 30 Jahre her, die fanden es immer noch super toll. Ich glaube, das entspricht schon einem gewissen Lebensgefühl, was gerade Frauen sehr gut getan hat, denn es kommt nicht umsonst aus Skandinavien. Ja. Also wo sowas bis ins Erwachsenenleben dann auch gelebt wird. Wie viel Pippi Langstrumpf steckt denn heute noch in dir? Viel, ganz viel. Ja, wie äußert sich das? Ich glaube, das äußert sich immer in so Sprüchen, die ich vielleicht dann auch wo einige Leute das ein bisschen merkwürdig finden, wenn man das in Meetings sagt oder in auch Teams. Auch bei Vapiano war immer mein Anspruch, ein Marktführer zu sein. Sind wir ja bei Vapiano in unserer Branche auch. Und Marktführer kann man nur dann sein, wenn man es anders macht als anderen, also als andere. Also in den Fußstapfen zu treten, wird einen nie nach vorne bringen und vor allem nicht als Marktführer. Wirklich innovativ zu sein, Dinge anders zu machen. Und ich glaube, das ist das, was Pippi Langstrumpf komplett ausmacht. Also insofern steckt das definitiv noch in mir, es immer anders machen zu wollen. Das bezieht sich natürlich nicht auf arbeitsrechtliche Dinge und solche Sachen, sondern da werden wir natürlich, klar gibt es dort Konventionen und Regeln, die wir dort auch ganz sauber einhalten und folgen. Das sind einfach unsere Aufgaben. Aber alles, was mit Begeisterung zu tun hat, mit Innovationen und Menschen begeistern zu wollen, das tut nicht mit
ja, mit bekannten Dingen, die einfach nur vielleicht ein bisschen anders verpackt werden, sondern mit wirklich anders denkenden Menschen. Ja, und davon musst du selber natürlich erstmal anders denken, ne? Bevor du das ist, glaube ich, also das vielleicht ist ein kleiner Exkurs für HR, aber das ist eben das, was jetzt so die Personaler alle so umtreibt. Dass in den letzten Jahren waren ja die Personalleiter oder überhaupt das Personalwesen, da war die Erwartungshaltung ja eher da, dass die sozusagen nur Regeln eingehalten haben, sehr administrativ gearbeitet haben und vielleicht im Maße vielleicht noch diagnostisch dort mit irgendwelchen Methoden rausgefunden haben, wie Leute passen, also zum Unternehmen passen. Ja. Was aber jetzt wirklich ja erwartet im Personalwesen ist, ist wirklich eigentlich klassisches Marketing. Also, dass man dort rausgeht aus den Unternehmen und Menschen für sich begeistert und gewinnt. Und dass das wirklich aus den eigenen Reihen auch authentisch rüberkommt. Und das ist ein ganz anderer Menschenschlag und auch ein ganz anderer Werdegang normalerweise. Deswegen sieht man an diesen ganzen Kongressen also ganz verzweifelte Personalleiter in blauen Anzügen, die sich dann dort berieseln lassen mit Ideen über Social-Media-Kampagnen, allem drum und dran, um Mitarbeiter zu finden und damit eigentlich gar nichts anfangen können. Also das sind das ist eine ganz, ganz große Änderung in der, nicht in der Branche, sondern in meinem Berufszweig. Ja, wo du dich auch mit verändern musstest, ne? Genau. Ja. Ja. Zoomen wir noch einmal zurück zu der Zeit 11. Klasse, als du gesagt hast, wie ging es denn dann weiter? Welchen Weg hast denn du dann eingeschlagen? Ich habe im Prinzip nach dem 11. Jahrgang ein großes Interesse gehabt an der Psychologie. Mhm. Und im Prinzip war das damals mehr darauf gerichtet, im klinischen Bereich zu arbeiten und ganz klassisch therapeutisch tätig zu sein. Weil du Menschen besser verstehen, helfen wolltest? Was steckte dahinter für ein Motiv? Tatsächlich die Faszination am Menschen. Also wie Menschen, welche Muster sie anwenden, was für Prozesse dort zu erkennen sind. Und im Prinzip auch ein Forschungsbereich, der ja bis heute eigentlich immer noch einer ist, wo noch ganz, ganz große Erkenntnisse ans Tageslicht kommen. Also wenn man so will, noch ein sehr junger Bereich, ne? Ja. Der im Prinzip erst, sag ich mal, in den 20er, 30er Jahren im letzten Jahrhundert angefangen hat. Mhm. Und das hat mich wirklich fasziniert und habe mich dann natürlich auch erkundigt, welchen NC man damals brauchte. Der war recht knackig von 1,1, wo ich dachte, oh, holla. Und also habe das dann auch irgendwie hingekriegt, also nicht ein 1,1 Abi, aber mit einem Wartesemester hatte dann noch ein soziales Jahr angefangen. In Lübeck in der Psychiatrie gearbeitet. Das war also eine ambulante psychiatrische Einrichtung und habe dort wie so eine Art Zivi damals dann ein soziales Jahr angefangen. War super. Habe dann doch noch einen Studienplatz in Kiel bekommen und habe aber im Studium, also die ersten 2 Jahre, waren sozusagen alle Psychologiestudenten gemeinsam in diesen, also da konnte man noch keinen Schwerpunkt wählen zum Vordiplom, das ist heute ein bisschen anders. Mhm. Das heißt, da waren also Studenten dabei, die haben nachher Werbepsychologie gemacht, es gibt ja Marktpsychologie, das ganze Marktforschungsstudien, diese ganzen Dinge, pädagogische, ne, Schulpsychologie, klassische Diagnostik für Straftäter auch, also die ganze Forensik und dann die klassisch klinische. So, und da habe ich dann mein Vordiplom gemacht und habe nach dem Vordiplom, nachdem ich dann hier in der Uniklinik noch ein Praktikum gemacht hatte, in einer Multitoxikoman-Therapie, habe ich gedacht, oh holla, ob ich das nun wirklich 40 Jahre machen möchte. Ich fand es wahnsinnig interessant, hat mich nach wie vor fasziniert. Es ist wirklich eine Entscheidung fürs Leben, dann auch wirklich 40 Jahre in diesem Umfeld zu arbeiten. Ja, das ist kein leichter Tobak, ne, der da. Nicht. Also ich war dort in einer geschlossenen Abteilung dann 2 Monate und fand es sehr interessant. Also die Psychologie war damals, ist es heute nur noch in gewissem Maße, ein Studienfach, wo es einem möglich war, ohne das Studium abzubrechen und ein anderes anzufangen, tatsächlich inhaltlich den Kern komplett zu wechseln. Das heißt, also ich habe nach dem Vordiplom
dann nicht die klinische Psychologie gewählt als Schwerpunkt, sondern die Organisationspsychologie. Ja. Also so diese ganzen Geschichten eben aus dem Personalwesen drin, Marktforschung, also alles, was mit Wirtschaft zu tun hat, was heute sozusagen unter der Wirtschaftspsychologie läuft. Ja, ich kann sagen, ne? Und pädagogische, also systemische Beratung habe ich damals dementsprechend dort als Schwerpunkt auch mitgehabt. Und habe dann dort mein Diplom gemacht und habe parallel, dadurch, dass ich irgendwann mal im Sommer mein Auto kaputt gefahren habe und recht schnell dann doch viel Geld verdienen musste, habe ich dort in einer Produktion über eine Zeitarbeit gearbeitet. Mhm. Und bin dann in einer Zeitarbeit als Vertriebsassistentin gelandet und habe dort 3 Jahre lang als Assistentin neben dem Studium gearbeitet und habe also wirklich damals das Motorola-Werk mit aufgebaut, habe dort 350 Mitarbeiter eingestellt. Da warst du wie alt? Da war ich 21. Mit 21, 350 Mitarbeiter und Motorola-Werk. Genau, da haben wir Massencastings gemacht, haben also On-Site-Management, haben die Leute in die Schichten verteilt. Wenn du sagst wir, hattest du einen Chef oder eine Chefin? Ich hatte damals einen Niederlassungsleiter, also einen Mann, aber die direkte Dame, die Disponentin, der ich zugearbeitet habe, war eine Frau. War eine Frau, oder? Die erste war ganz gruselig, das war so wie unter den Mitarbeiter da als alten Rochen bezeichnet. Also die hat mir das Administrative wirklich also noch mit der Brechstange beigebracht. Aber die Disponentin war wirklich irre. Also das waren die Zeiten, wo man halt wirklich gelernt hat, neben dem Studium wirklich ganz handfest. Das, also Zeitarbeit ist schon ein sehr hartes Business. Ist das mehr Männer dominiert oder Frauen? Also, oder wie ist da die Verteilung? Möglicherweise sind dort viele Frauen unterwegs. Okay. Einmal zu dem Teil, dass natürlich auch viele kaufmännische Berufe dort gehandelt werden. Es gibt ja immer dieses Klassische zwischen Fachkräften, kaufmännischen Bereich und gewerblich. Und gerade im kaufmännischen Bereich sind viele Frauen unterwegs, aber auch im gewerblichen, einfach weil es auch ein Vertriebsjob ist. Und Vertrieb ist halt klassisch auch Frauen. Ne? Ja. Wir haben natürlich auch dementsprechend viel Telefonakquise gemacht, Möglichkeit, diese neue Kunden dort zu gewinnen. Aber mussten schlichtweg auch wirklich unsere Mitarbeiter da haben den größten Notfall morgens um 6 auch noch auf die Schicht fahren und haben dann auch Baustellenbesichtigungen gemacht und Abnahmen und das alles. Und das hat, also ich bin für die Zeit echt dankbar, weil ich glaube, dass es dem, was wir jetzt auch im Unternehmen anbieten, dem dualen Studium eigentlich am nächsten gekommen. Das heißt, ich hatte das klassische Studium, wo man lernt, empirisch zu arbeiten, wie man Problemstellungen erörtert, wie man recherchiert und all diese ganzen Dinge. Aber der Nebenjob hat einem eigentlich wirklich erst beigebracht, wie das reale Leben dann auch wirklich ist und das auch vor allem ja administrativ auch wirklich dann alles abzuarbeiten. Ne? Also man hat da wirklich auch immer ganz schön Druck im Nacken. Das glaube ich. Und zum Studium wollte ich dich dann nämlich noch fragen, war denn das Psychologiestudium, was du da hattest, wie war denn da das Verhältnis Männer-Frauen? Das war, muss man jetzt ganz ehrlich sagen, ist ja ein klassisches Studium in Kiel. Das waren damals 76 Studenten pro Jahr. Die haben also nur zum Wintersemester zugelassen. Ja. Da haben natürlich auch viele Leute sich, will ich sagen, eingeklagt, aber über viele, viele Wartesemester sind die dann da reingekommen. Das heißt, also wir hatten auch so ein gutes Viertel, würde ich sagen, von
Wohnort in Europa eigentlich wählen können und hatte mich da für Amsterdam entschieden, weil dort mein Freund, mein heutiger Mann, gelebt hat. Und das war aber alles eben sehr, sehr, sehr locker und ich war voll auf meinen Fokus, jetzt den nächsten Schritt zu gehen. So. Und dann ist Caroline plötzlich schlecht. Ja, und dann kam die Übelkeit dazwischen und ich dachte mir, ich war in Italien und hatte mir noch Medikamente geholt und guck und denke, Gottes Willen, was ist hier los? Und ja, und das war für mich schon sehr schwer, sich da neu zu orientieren. Habe es dann ja auch auf jeden Fall geschafft. Wie denn? Wie hast du es geschafft? Erstmal mit einigen Tränen natürlich, weil man sich da wirklich, wenn einem das so vor die Füße fällt, sage ich mal, und man sich trotzdem natürlich auch freut, aber es war eben der denkbar schlechteste Zeitpunkt. Der Zeitpunkt war so, dass ich natürlich dann diesen neuen Job nicht angenommen habe, sondern in meinem alten Job geblieben bin, der mir auch gut gefallen hat. Also das war toll. Ich hatte einen ganz tollen Chef, einen Engländer zu der Zeit, der dem ich das auch erzählt habe und der mich da sehr unterstützt hat, dessen Frau auch immer gearbeitet hat mit zwei Söhnen. Das hat mir sehr geholfen. Und ja, mein Mann, es war ja damals einfach nur, also war damals mein Freund, der war noch gerade, hatte gerade einen Juniorjob übernommen, also er hat den ersten Job nach dem Studium. War also auch finanziell eine Herausforderung für uns. Und ja, wir haben es geschafft. Also ich habe durchgezogen. Ich habe die gesamte Schwangerschaft gearbeitet, um diese 6 Wochen Jahresurlaub sozusagen zu bekommen, um die hinten dran zu hängen. Es gab damals keine Elternzeit, also keine bezahlte. Ich habe damals so viel verdient, um dort in irgendeiner Art und Weise dort in den Genuss eines Elterngeldes zu kommen. Und war auch noch zusätzlich privat versichert, krankenversichert. Ich hätte also ohne Einkommen dann auch noch 750 Euro jeden Monat zahlen müssen für die Krankenversicherung für mich und das Baby. Und das haben wir ja mal eben so immer dann. Ja, das heißt also, das Thema war ganz klar, dass ich dort dann auch recht schnell wieder zurückkommen muss. Damals war es nach 8 Wochen. Das heißt also, ich habe ausgerechnet 8 Wochen nach der Geburt plus 6 Wochen Jahresurlaub, 14 Wochen musste ich wieder ran. Ich hatte damals einen internationalen Job. Ich war so 4 Tage immer unterwegs. Und habe das alles so nach und nach angegangen. Also erstmal habe ich die Schwangerschaft durchgezogen, habe also bis 4 Wochen vor der Geburt tatsächlich dann gearbeitet und war damals ja in einer italienischen Company und die Italiener finden das ja alle ganz, ganz toll. Family und Baby haben mich auch alle ganz toll betütelt, aber so richtig so ein Programm für Frauen, die arbeiten müssen, gab es dann natürlich trotzdem nicht. Ich hatte damit ausgerechnet, dass 4 Wochen vor der Geburt, dann diese 14 Wochen, dass wir circa 5 Monate einen Ersatz für mich brauchen. Und das war eine ganz, ganz harte Nummer. Da haben sie einen ehemaligen Kollegen von uns, einen Projektmanager, der als Berater gearbeitet hat, reingeholt. Und ich wusste, dass der meinen Job haben wollte. Ah, okay. Das heißt, also der hatte sich selbstständig gemacht. War das ja ein gefundenes Fressen mit der schwangeren Caroline? Das war gruselig. Also die haben den tatsächlich, bei einer Werksschließung hat er seinen Job bei uns verloren, hat sich dann selbstständig gemacht, das lief nicht ganz so rund und für ihn war das die Möglichkeit, im Prinzip vielleicht wieder reinzukommen. So. Hintenrum so. Und das war, also das war echt eine Belastung. Das heißt, also ich hatte... dann ist das Baby auf die Welt gekommen, dann ist man zum ersten Mal Mutter, mein Freund war in Holland, ich war in Deutschland, ich hatte meinen Laptop, wo ich gesehen habe, wie die Mails so liefen und es war eine echt harte Zeit, also richtig losgelassen habe ich nicht und habe mich natürlich die ganze Zeit darauf konzentriert, wieder zurückzugehen. In Deutschland gab es auch nicht so wahnsinnig viele Vollzeit-Kita-Plätze, schon gar nicht für ganz kleine Kinder, das ist also in anderen Ländern Gang und Gäbe. Hier in Lübeck gab es also nur diese ganzen Krippen, die Kinder ab 6 Monaten oder 1 Jahr genommen haben und ich muss das Kind ja, sag ich mal, unterbringen mit 14 Wochen. Ja, dann habe ich das geschafft. Also ich habe eine indische Tagesmutter gefunden, die also meine Luise dann in Sari gewickelt hat und sich ganz toll um sie gekümmert hat. Also dein Mädchen, deine Luise gekriegt. Ein kleines Mädchen, eine kleine Luise. Und meine Eltern haben geholfen, das heißt, meine Mutter hat mir dort geholfen, die hat sich das geteilt mit der Tagesmutter und ich durfte tatsächlich erstmal begrenzt, also ich musste immer um 6 Monate sozusagen Verlängerung betteln,
auf 32 Stunden gehen und habe die aber dann in 4 Tagen gearbeitet und habe in den 4 Tagen dann morgens meinen Flieger genommen, abends wieder zurück und habe die Nächte durchgestillt und tagsüber gearbeitet und habe den anderen da erstmal wieder rausgeboxt, der war dann zum Glück auch wieder weg. Ja, und habe dann zum Glück in einem Job, den ich eben schon kannte, den gleichen Job eigentlich mit 80% gemacht. Okay. Wo hast du denn die Kraft dafür hergenommen? Weil du das immer wolltest, weil das gar keine Frage für dich war? Also war das normal? Ich glaube, dass das die Art und Weise, wie man arbeitet, ich habe immer unfassbar gerne gearbeitet. Ja. Also es ist, ich hatte tolle Kollegen, die waren wirklich super, super lieb und haben mich da zum Teil unterstützt. Aber man macht eben verrückte Sachen. Ich bin nach Hamburg morgens gefahren, bin mittags nach Hamburg, von Hamburg wieder nach Lübeck zurückgefahren, für 30 Minuten stillen und wieder zurück zur Arbeit. Bin morgens um 4 aufgestanden, habe mein Baby im Schlafsack bei meinen Eltern ins Bett gelegt, bin zum Flughafen geheizt. Also es sind echt verrückte Zeiten, die man irgendwie hinkriegt. Meistert. Gab es nicht eigentlich einen inneren Konflikt zwischen, oh, bin ich eine Rabenmutter oder weil ich mein Kind nicht sehe, oder war das für dich von Anfang an klar? Weil ich stand eine Zeit lang halt auch, habe ich mit der Frage beschäftigt, okay, wie du es als Frau machst, ist irgendwie falsch, ne? Sagst du, okay, du kriegst Kinder und bleibst nur zu Hause, dann sagen alle, ja, du kannst doch nicht nur zu Hause bleiben. Dann kriegst ein Kind, also in der deutschen Gesellschaft, kriegst ein Kind, gehst arbeiten, ja, du bist ja nicht für dein Kind da. Und dann sagst du als Frau, nee, ich will gar keine Kinder. Das ist ja unnatürlich. Also, und dann der eigene innere Zerrissenheit, wenn ich auch mit anderen Frauen rede, die sagen, ja, ich bin mal nicht hier und ich bin mal nicht da. Wie war das für dich? Also mir haben, glaube ich, 3 Sachen ganz gut geholfen. Das war die erste Geschichte, ist natürlich tatsächlich so, ich habe nachher einen Platz gehabt hier im Klinikum in der Krippe. Und die haben tatsächlich von 7 bis 7 offen, 5 Tage die Woche und 4 Tage im Jahr geschlossen. Und es gibt eben auch noch andere Mütter, die ihre Kinder dorthin gebracht haben, die im Schichtdienst gearbeitet haben. Man ist da nicht die Einzige. Okay. Und man muss wirklich ein großes Selbstbewusstsein haben, zu wissen, wie nah man dem Kind einfach steht. Also es ist, man muss einfach Dinge anders machen. Also ich war manchmal abends um 7 auf dem Spielplatz und da waren dann Teenager und meine kleine Luisa hat mir 2-mal gefragt, wo die anderen Kinder sind. Und ich dachte, oh, die Kinder. Die pennen schon. Du gehst dann halt um 9:30 ins Bett. Und wir waren dann eben abends auf dem Spielplatz. Das klingt wirklich verrückt, aber wir haben die Dinge zum Teil ein bisschen anders gemacht. Also wir haben, ich habe sie teilweise mitgenommen. Ich habe die vorne in Babybjörn mitgenommen und habe dann, wenn ich in Dänemark gearbeitet habe, habe ich sie im Flieger mitgenommen und habe sie in Dänemark bei einer Kollegin gelassen, die ihre Tochter zur gleichen Zeit bekommen hat, bei der Tagesmutter. Da war sie halt im Dänischen in der Krippe sozusagen. Also man muss ein Selbstbewusstsein haben, dass man selber weiß, dass man es richtig macht. Und hast du denn von anderen Frauen gehört, das geht ja gar nicht, was du machst? Ja. Also sie haben einem viele das Gefühl gegeben, wenn man nicht in dieser Krabbelgruppe ist und dann nur Kekse futtert, dass einem, also es waren böse, böse Kommentare dabei doch. Ja, was war so das Schlimmste, was du gehört hast? Also einige, ich weiß nicht, ob das jetzt vielleicht ein bisschen intim ist, aber ich habe meine Kinder sehr lange gestillt. Das war für mich einfach sehr wichtig, weil das mir das Gefühl gegeben hat, mit den Kindern einfach doch ein ganz inniges Verhältnis zu haben. Die haben auch deswegen relativ lange bei uns im Bett geschlafen, aber bei mir. Mhm. Das halt zu verurteilen und wirklich in gehässigen Dingen. Oder warum hast du Kinder? Warum hast du überhaupt Kinder? Und ich hatte dann aber ein, ich will nicht sagen, das war eine Art Retourkutsche, aber irgendwann war jemand, der wirklich mal was sehr Böses gesagt hat, war jemand, der mich nachher angerufen hat, nachdem der Mann sie verlassen hat und sie kein Geld mehr hatte und keinen Weg zurück im Job gefunden hat, die mich dringlich um einen Job gebeten hat. Und wo ich sagte, du bist seit 10 Jahren raus, was soll ich jetzt hier großartig machen? Also da muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe es ihr natürlich nicht irgendwie, es war keine Genugtuung, weil sie mir natürlich auch leid getan hat in dem Moment. Aber es leben manchmal viele da in sehr schwarz-weißen Welten.
Was mir auch sehr geholfen hat, was ich eben schon erwähnt habe, ist, dass ich viele dänische Kolleginnen habe. Mhm. Und auch holländische. Und meine Mutter als Französin ist auch nicht anders kennt. Das sind Länder, wo sie arbeiten. Und da in Frankreich holt man seine Kinder um 17 Uhr ab. In Dänemark geht man nach 7 Monaten wieder zur Arbeit. Dort arbeiten immer beide Elternteile. Und da kennen auch Kinder nicht, dass sie nach der Krippe sich verabreden nachmittags, während die Mütter Kekse essen. Das gibt es nicht. Die arbeiten, also die spielen zusammen im Hort. Also das ist natürlich kulturell auch wirklich bei uns ganz anders gegeben. Und sich mit den Kolleginnen auszutauschen und mit denen Zeit zu verbringen, also diese Internationalität, die hat mir ganz viel Kraft gegeben, weil man eben gemerkt hat, dass es was rein Deutsches ist. Und das ist auch besser geworden. Also ich glaube, das ist ja nun 13 Jahre her, meine Tochter ist jetzt 13. Die Zeiten haben sich viel, viel verbessert. Also sind einfach viel besser geworden. Mehr Möglichkeiten, naja, wo du das sagst. Ich habe eine französische Kollegin, sag ich mal, mit der ich zusammenarbeite, die auch ihr zweites Kind jetzt gekriegt hat. Und die hat genau gesagt, ja, Yvonne, ne? Die redet dann Englisch mit diesem französischen Akzent. Ja, Yvonne, ne? Ich bin dann und dann wieder da und sage ich, ja, wie machst du das denn? Und sie sagte, ja, wir Französinnen sind natürlich die Rabenmütter, so seht ihr Deutschen das ja, aber bei uns ist das alles ganz normal. Und das ist halt sehr schön zu sehen, okay, es gibt halt nicht den Weg, der richtig ist, sondern es gibt nur deinen Weg. Und dann, wie du das schon sagst, ne, such die Leute, die ähnlich in deine Richtung gehen, weil das hilft dir. Ja, das sind ja keine hilfreichen Kommentare von anderen Müttern, die irgendwie dich niedermachen, weil sie, keine Ahnung, sauer sind, eifersüchtig sind, dass du ja auch noch ein anderes Leben hast, die abkotzen, weil sie den ganzen Tag nur über Babysachen reden, wo sie schon frustriert sind und keinen anderen Input mehr haben. Und dann gibt es aber natürlich die anderen Frauen, die total darin aufgehen. Und da muss halt jeder seinen Weg einfach finden. Ne? Und du hast deinen gefunden. Es gibt einen riesen Unterschied. Wir leben ja hier in Lübeck an einer ehemaligen Grenze. Das heißt, also wir haben viele, viele Erzieherinnen gehabt in der Krippe im Kindergarten, die aus Mecklenburg-Vorpommern kommen. Mhm. Und die waren mega. Die haben mir niemals, auch nur einmal im Ansatz, das Gefühl gewesen, dort irgendwas falsch zu machen, weil alle so aufgewachsen sind. Ja. Total normal. Und die Kinder, ich kann dir nur sagen, die Kinder fanden es super, super toll. Also wenn du hast gesagt, Luise ist heute 13. Was für ein Mädchen ist Luise heute? Die ist mega selbstständig. Die hat, wenn man sie fragt, hat immer noch eine ganz, ganz tolle Zeit im Kindergarten da verbracht. Auch in der Schule. Die ist jemand, die ihre Tage, ihre Wochen da selber strukturiert. Die fährt zum Ballett, die fährt zum Theater, fährt zur Schule, trifft sich mit ihren Freundinnen, organisiert ihre Schulsachen, die geht auch selber zum Kieferorthopäden, ja? Also wenn man eine Lernschwange hat. Das ist halt diese Geschichte mit der Quality Time. Ne? Also viele Mütter verbringen Zeit mit ihren Kindern, die ja nicht bewusst gelebt wird. Also wie gesagt, wenn ich Kekse esse, während die Kinder da rumkrabbeln oder während ich draußen sitze, wenn die Kinder touren oder beim Zahnarzt im Vorraum sitze, das ist keine Quality Time. Das sind wirklich, das ist Zeit, die auch andere übernehmen können oder die Kinder irgendwann selber. Was ein anderer nicht übernehmen kann, ist kuscheln, miteinander spielen und irgendwelche Dinge erleben. Das ist auch klar. Ja. Aber ich glaube, da muss man sich ein bisschen von trennen, dass ich glaube, dass sich einige Leute an diesen Zeiten da festklammern, die gar nicht so einen, so einen Impact haben. Mhm. Und das finde ich auch. Also für mich war das immer ganz wichtig. Ich habe ja viele weibliche Mitarbeiterinnen gehabt in den letzten Jahren, habe recht große Teams geführt. Ich würde, glaube ich, sagen wollen, dass es nie eine Mitarbeiterin gegeben hat, auch heute nicht, die den Eindruck hat, sie könnte bei uns keine Kinder bekommen. Es gibt immer einen Weg und es gibt immer einen guten Weg. Und ich habe auch Mitarbeiterinnen gehabt, die jetzt Kinder bekommen haben und wir haben es immer geschafft. Und auch Männer, die in Elternzeit sozusagen Teilzeit gearbeitet haben. Ich habe einen ganz, ganz tollen Marketingmanager gehabt, Marketingleiter, der montags Vollzeit gearbeitet hat und die anderen Tage immer bis 14:30 Uhr, dann hat er seine Kinder abgeholt. Und hat dann abends ab 19:30 Uhr wieder bis 11 Uhr gearbeitet. Und der war mega kreativ, der hat super, tollen Job gemacht. Toll. Gibt es immer. Lass den Menschen ihren Weg finden, wo sie kreativ sein können, wo du nämlich, was ich vorhin noch sagen wollte, es gibt halt mehr als schwarz und weiß. Und wenn man sich jetzt Caroline mal anguckt, grün, im Hintergrund voll bunt,
passt es halt auch total so zu dem, was du sagst. Ne? Lass uns doch mal noch einen kleinen Sprung nach heute machen, weil mittlerweile hast du ja 2 Kinder und eine Beziehung. Langjährig mit deinem Mann ist dir total wichtig. Ich habe es am Anfang des Podcasts gesagt, dass er auch Vollzeit tätig ist und eure Beziehung funktioniert. Was ist das Geheimnis? Was macht ihr anders? Wie seid ihr überhaupt strukturiert? Weil ihr lebt ja auch gerade nicht an ein und derselben Stelle. Also ihr lebt ja auch nicht das klassische Partnerschaftsmodell, ne? Das stimmt. Ja, wir sind also seit 15 Jahren zusammen. Die ersten 11 Jahre ist mein Mann zwischengefahren, ist also von Amsterdam, war dort selbstständig, am Wochenende mal nach Deutschland gekommen, hat auch eine Zeit lang immer mal eine 4-Tage-Woche gearbeitet. Dann waren wir 2,5 Jahre ja dann hier zusammen in Hamburg-Lübeck und jetzt bin ich ja in Köln in der Woche und wir haben jetzt zu Hause. Ich glaube, also es gibt 3 Dinge, die ganz, ganz wichtig sind für die Beziehung, wenn man sie so führt. Ist einmal, dass es nicht immer nur nach einer Person geht, sondern dass es immer Phasen gibt, wo einer nicht zurückstecken muss, wo einer ein bisschen die Geschwindigkeit runternimmt. Das muss halt schon in Absprache sein. Also wir haben uns immer abgewechselt in so Jahresabständen. Also mal ist er 4 Tage runtergegangen, dann habe ich das Startup-Unternehmen aufgebaut, dann habe ich gesagt, gut, das ist wieder ein bisschen gesettelt, jetzt kann ich wieder mehr machen, dann ist er wieder auf Vollzeit gegangen. Also ich habe eine Zeit lang mal 80% gearbeitet. Man muss sich schon absprechen. Also es kann nicht sein, dass immer nur einer die Regeln aufstellt. Das ist nicht möglich. Trotzdem kann man auch Leute nicht zwingen. Also ich hätte mir natürlich schon vorher gewünscht, dass mein Mann nach Deutschland zieht, aber es war einfach ganz am Anfang nicht sein Wunsch. Ne? Und so wie es jetzt mein ausdrücklicher Wunsch war, diesen Job einfach bei Vapiano anzunehmen, der damit verbunden ist, in der Woche nicht zu Hause zu sein. Also das muss man auch respektieren. Und die zweite Geschichte ist die, wir haben einmal im Jahr eine Art Strategie-Meeting. Wir gehen seit 15 Jahren zwischen Weihnachten und Neujahr, meistens ist der 30. in so einer Art Wellness-Umfeld und besprechen das Jahr und besprechen das kommende Jahr. Um zu sehen, hat irgendjemand unter einer Konstellation gelitten? Gibt es da irgendwie, gibt es Wünsche? Gibt es Dinge, die man da nochmal wechseln möchte? Und das machen wir einmal im Jahr. Und dann gilt der Deal aber schon, dass man in dem Jahr dann auch einmal durchziehen muss. Es sei denn, halt irgendwas Schlimmes ist so und so. Das ist also das eine, was wir immer so haben. Und wir haben unser Leben eigentlich immer so aufgebaut finanziell, dass man theoretisch von einem Gehalt leben könnte. Als dass jeder immer im Prinzip sozusagen die Reißleine ziehen kann, zu sagen, ich möchte diesen Job nicht mehr machen. Er macht mich kaputt. Ich kann nicht mehr. Das hat bisher zum Glück noch keiner gemacht. Aber das Gefühl zu haben, es geht, das ist ein großer Luxus, weil man dann Dinge freiwillig macht. Und ich bin ein großer Fan davon. Ich sehe auch die Mitarbeiter so. Also ich sehe unsere Mitarbeiter, dass sie jeden Tag freiwillig zur Arbeit kommen. Es muss heutzutage keiner zur Arbeit kommen. Also das dafür ist einfach der Arbeitsmarkt zu gut. Und vergeudete Lebenszeit. Bitte, bitte sucht euch Dinge, die euch Spaß machen, wo ihr komplett Energien reinsteckt und Großartiges schafft. Aber nehmt hier nicht jemanden Platz weg, der hier Lust drauf hätte, ne? Genau. Dann haben wir die Aufgaben natürlich an viele verteilt. Das heißt, wir haben meine Eltern, die da sicherlich einen Teil übernehmen. Wir haben einen Hort. Vorher war es der Kindergarten, die Krippe, die einen Teil übernehmen bis 16 Uhr. Wir haben in der Schule dort eine Hausaufgabenbetreuung, die Hausaufgaben übernehmen. Wir haben eine Babysitterin, die uns seit ganz vielen Jahren begleitet, die jeden Mittwoch verrückte Sachen mit den Kindern macht. Und ich habe sogar eine Zeit lang auch meine Taxifahrerin gehabt, weil ich es nicht geschafft habe, die Luise zum Theater zu fahren. Und da durfte sie noch nicht alleine mit dem Fahrrad fahren. Das heißt, es war ihr peinlich, fand sie ganz gruselig. Deswegen haben wir sie dann immer von der Ecke abholen lassen. Aber das hat mal funktioniert, ja. Also sie ist auch 1,5 Jahre mit einer weiblichen Taxifahrerin zum Theater gefahren. So, und da hatte ich einen Deal gemacht, dass das auch preislich im Rahmen war. Schlau. Also auf solche Sachen muss man halt mal zurückgreifen. Dann haben wir eine ältere Nachbarin, die
ja, die also ganz, das ganz toll findet, da ab und an mal beim Hockeytraining zu sitzen und zuzugucken und dort dann den Clan mal begleitet hat. Also es verteilt sich halt einfach und muss disponiert sein. Aber man muss dann den Leuten, die dann den Job da übernehmen, dann auch nicht so viel Vorgaben machen. Also dass die Babysitterin da natürlich auch mal ein paar verrückte Sachen mit denen gemacht hat und das auch mal in die Hose gegangen ist. Das gehört dann mit dazu. Jetzt bin ich natürlich neugierig, eine verrückte Sache jetzt zu hören. Ja, eine verrückte Sache ist zum Beispiel, also die Babysitterin, die hat angefangen mit 13 bei uns zu babysitten. Das ist natürlich auch wirklich jung. Der Kleine war damals drei. Das war noch okay, ne? Der Kleine heißt Frederik, hast du gesagt, ne? Der ist Frederik, genau. Der ist jetzt 9. Und da haben sie Fimo-Figuren gemacht und das in den Ofen geschoben, haben aber mit Edding, was ja hochgradig brennbar ist, die Augen gemalt. So. Und da war natürlich dann irgendwann mal Feuer im Ofen. So, dann kamen wir dann auch nach Hause und da war der Feuerlöscher schon im Gange und so. Also das sind die dazugehören. Aber schön. Also ich danke dir schon mal sehr viel für diese ganzen Einblicke. Ich denke, du hast vielen Zuhörerinnen, Zuschauerinnen einfach gezeigt, dass es eben mehr als Schwarz-Weiß gibt, dass es bunt ist, dass es den Pipi-Langstrumpf-Weg gibt, dass es den Caroline-Weg gibt und vor allen Dingen auf Führung bezogen, wie viele Bereiche du deines Lebens halt führst, wo du dich entscheidest, weil du weißt, was du willst und dann Lösungen findest, die so zu gestalten, also kreativ zu sein. Und das habe ich definitiv aus dem Gespräch mit dir mitgenommen, weil ich ja noch keine Kinder habe und mich eben ja schon die ganze Zeit gefragt habe, okay, ich weiß, ich will das, aber wie kann ich das denn gestalten? Und deswegen fand ich super toll, mit dir heute darüber reden zu können. Und zum Abschluss habe ich noch eine Frage. Und zwar, was wären denn so deine 3 Top-Tipps in Führung für Frauen, die du mitgeben würdest? Für Frauen in Führung oder die dahin wollen? Die allererste Sache ist niemals verunsichern lassen. Männer sind unfassbar gut darin, Dinge sehr professionell aussehen zu lassen. Und wenn man mal im Detail guckt, ist es nicht immer so, wie es aussieht und sich verkaufen lässt. Es gibt die alte Statistik, dass wenn Männer glauben, dass sie zu 64% einen Job machen können, bewerben sie sich. Frauen brauchen 82%. Und das zeigt die Herangehensweise. Männer sagen, kriege ich hin, pack ich, ja, und können es auch sehr, sehr gut verkaufen. Also ich sitze ja jetzt auch wieder in der Geschäftsleitung, letztendlich auch als einzige Frau. Mhm. Und es verfolgt einen, finde ich, doch immer, dass man sich doch beeindrucken lässt. Und weil Männer einfach da einen anderen Weg haben, der auch wirklich beeindruckend sein kann. Aber da sollte man schon an sich selber glauben und an seine eigenen Erfolge. Mhm. Und die zweite Geschichte ist, es ist vielleicht ein bisschen ordinär gesagt, aber man muss nicht mitpinkeln. Also es ist eine große Gnade, das Beste, was es gibt, dass wir nicht mitmachen müssen. Also ich habe in vielen, vielen Gesprächen, auch mit Führungskräften, mit Männern, die haben einen Druck, den ich gar nicht haben möchte. Mhm. Weil wenn es dann darum geht, dort aufzutrumpfen oder sich zu übertrumpfen, dann wird das von uns Frauen gar nicht erwartet. Wir können uns ganz gelassen zurücklehnen und müssen nicht mitmachen. Also es ist ein Riesenvorteil. Ich finde es sensationell. Mega. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis ich das gesehen habe, aber es hat auch viele Vorteile. Und man muss es auch gar nicht erst versuchen, dort mitzumachen. Also braucht man nicht. Klingt. Das ist entspannt, ja. Mega. Das ist, glaube ich, das Wichtigste. Toll. Danke. Also ich bin total begeistert von unserem Gespräch heute, von den ganzen Einblicken, die du gewährt hast. Danke, dass es auch intim geworden ist. Und du hast sehr viel davon erzählt, dass Leute sich bei euch bewerben. Es ist okay, wenn ich in die Shownotes unten einen Link reinpacke, wo sich vielleicht die Frauen oder auch Männer, die diesen Podcast sehen, bei Vapiano bewerben können. Sehr, sehr gerne, natürlich. Und ich habe ja auch schon erzählt, dass wir natürlich wirklich ein großes Spektrum an möglichen Jobs dort anbieten, also sowohl im klassischen Restaurantmanagement und Restaurant als auch eben im Supportcenter, wo ja dann auch alle Bereiche vertreten sind, wirklich vom Bau über den Einkauf, über Logistik, über Quality Management. Also sehr, sehr gerne.
Ja, dann mache ich das. Dann mache ich das. Und ich glaube, für die Frauen gerade, wie cool es ist, bitte, wenn ihr mit Caroline Bauer zusammenarbeiten könnt, weil ihr wisst, da sitzt in der Geschäftsführung eine Frau, die da ihren Weg gegangen ist, die auch andere Frauen fördert und auch Männer fördert und genau weiß, hey, es gibt nicht nur die Schublade, nicht nur schwarz-weiß, sondern da könnt ihr was bewirken. Vielleicht ist Vapiano dann das Richtige für euch. Mit Caroline an der Stelle, die da ist. Caroline, danke schön. Super wunderbar für diesen Feedback. Ja, mir auch. Mir hat es riesig viel Spaß gemacht. Bis demnächst. Tschüss. Gut. Ciao.